Hallo zusammen, heute werde ich im Keller die Kniebeuge ausführen. Ich werde heute bis zum Anschlag hochgehen, das heißt 70% 4x6 und dann sind aber auch alle Scheiben aufgeladen auf der Hantel hinter mir. Es folgen dann noch 2-3 Sätze Frontkniebeuge und dann dürfte das Training auch für heute beendet sein. Leute, wenn es euch wieder gefallen hat, mein neues Training, drückt mir den Daumen nach oben, schreibt mir eine nette Zeile, darüber freue ich mich am meisten. Oder abonniert mich, dann wisst ihr immer das Neueste vom Uwe. Ich gehe jetzt in die Erwärmung rein und wünsche euch viel Spaß beim Videoschauen. Der Kniebeugeplan von heute sollte bis 70% hochgehen, aber schaut selber, was los war. Hier seht ihr, das Training mit den 22% ist ein ganz normaler Ablauf, wie immer bei mir bei der Kniebeuge. Dann ging es ja auf die 37% hoch und es folgten die 50%. Da sieht man schon, da sind auch Scheiben mehr drauf. Ja, ich liebe es halt, diese großen Sprünge zu machen. Das ist Powerlifting und kein Rumgepumpe bei mir. Und ich habe dann den Sprung auf die 60% gemacht. Ja, da habe ich schon gemerkt, da wird bestimmt ein Problem kommen. Nicht schon wieder. Jetzt geht es nämlich los. Ich habe vorhin die 60% trainiert und das Problem ist jetzt hier. Die Scheiben, die ich jetzt noch benötige, die liegen jetzt hier unten, aber die passen hier nicht mehr drauf. Ich kriege mit Ach und Krach hier den Verschluss drauf. Und kann vielleicht das noch alles etwas fixieren. Allerdings ist das recht vage. Ja, das ist eben das Problem. Ich habe nicht die passenden Scheiben. Ich bräuchte nämlich noch ein paar 20 Kilo Scheiben und ein paar 15 Kilo Scheiben. Vor 1-2 Wochen hatte ich das fast große Glück gehabt, 22 Kilo Scheiben mit 30er Bohrung für die Stange da hinten für 40 Euro zu bekommen, aber die waren schon leider weg. Pech. Ja, jetzt habe ich eben gerade so an die 65% drauf, ja, 65% glaube ich, und ich kann die 70% heute gar nicht angehen, weil es passt nichts mehr drauf. Und dennoch habe ich es versucht. Ich habe die Verschlüsse gerade so irgendwie festbekommen und da habe ich dann aber schon beim Beugen gemerkt, das klappert mir alles zu sehr. Habe dann die Hantel abgelegt, weil ich nicht wollte, dass die Scheiben runterfliegen. Denn dann komme ich ins Ungleichgewicht und dann gibt es böse Verletzungen und das muss ich mir alles ersparen. So, auf der rechten Seite hat es dann wieder geklappert. Ich habe dann gleich auf der linken Seite auch nochmal nachgestellt und da waren schon wieder 1-2 mm Luft dazwischen. Ja, das arbeitet eben alles, das Material. Ne? Und hier seht ihr, da habe ich nochmal alles versucht, irgendwie das festzubekommen und das dauert eben. Das ist alles zeitaufwendig und ich kann da auch nichts ändern. Denn die Stange war auf der einen Seite kürzer als auf der anderen Seite. Und naja, mit aller Gewalt habe ich dann es festbekommen und habe dann wieder den Gürtel korrigieren müssen. Und das hält alles auf. Und das ist kontraproduktiv für mich. Jedenfalls bin ich da nochmal ran. Und da habe ich dann wieder gemerkt, da haut wieder was nicht hin. Und er hat die Hantel mir wieder runterrutscht, muss ich wieder die richtige Position finden und dann war es soweit. Dann habe ich rausgehoben und er hat dann irgendwo wieder angefangen zu klappern und dachte ich, jetzt machst du wenigstens noch einen oder zwei und dann ab damit. Aber da hat es noch mehr geklappert und da habe ich gesagt, ablegen und Schluss jetzt damit. Warum habe ich jetzt mit der Kniebeuge aufgehört? Ganz einfach, die Scheiben, die werden locker beim Beugen. Ich merke das, dass die hin und her wackeln und auch teilweise rutschen und die kleinen Verschlüsse hier, die halten es nicht. Ich habe drüben fast nichts mehr gehabt und wenn dann alles wegklatscht, dann
ja, dann passieren hier Verletzungen, das will ich definitiv nicht haben. Und somit höre ich jetzt erstmal mit dem Gewicht auf. Ich gehe noch ein bisschen weiter runter, ja, dann noch ein bisschen mit 60% trainieren und dann wechsle ich in die Frontkniebeuge rüber. Es geht nicht. Das Material gibt es nicht her, die Hantel gibt es nicht her. Ja, da stehe ich halt am Ende. Gut, ich mache jetzt einfach eine Reduzierung des Gewichtes und dann geht es weiter in der Kniebeuge. Genau so sah es aus am Ende der Hantel und ich habe dann ja reduziert, 60%, habe dann meine 4x6 durchgezogen. Der Stand wurde etwas mehr als schulterbreit gewählt und ich bin auch tiefer gegangen in der Beuge, richtig aufgesessen habe ich auf dem Beinbeuger und das hat natürlich den Muskel dazu gezwungen, intensiver und härter zu arbeiten. Und das ist eben jetzt eine kleine Alternative gewesen zu den schweren 70%. Aber was soll ich halt machen? Und besser so als gar nichts, denn beim nächsten Mal weiß ich, wie ich da ranzugehen habe. Da muss ich halt die Sätze erhöhen und das Gewicht halt etwas weniger lassen, um mich ordentlich für die Beine auspowern zu können. Ihr seht, ich bin richtig runtergegangen. Tiefer ging es gar nicht bei der Kniebeuge. Allerdings, ja, es war nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Naja, was sollte ich machen? Ich kann ja nicht einfach die Hantel in die Ecke schmeißen und sagen, das war's gewesen. Es muss ja irgendwie weitergehen, denn wenn der Verein eines Tages wieder seine Pforten öffnet, habe ich dann ja erstmal eine gute Basis, wo ich dann wieder einsteigen kann. Bei der Frontkniebeuge sah es dann wieder ganz anders aus. Da habe ich einen ordentlichen Effekt erzielen können. Ich habe absteigende Pyramide trainiert. Wiederholungszahlen sind hochgegangen und das Gewicht ist runtergegangen. Und da war natürlich wieder voll die Power da und der Elan kam auch mit, aber dann war schon das Training für heute beendet. Also das Abendbrotessen heute war recht simpel. Hackeklößchen selbst gemacht mit frischem Bäckerbrot. Ich muss sagen, so wie das Rezept ist, kann ich es jedem empfehlen. Die sind schön fluffig und wenn die noch so leicht warm sind mit dem warmen Bäckerbrot, ein absolut herrlicher Genuss, absolutes Gourmetessen für mich.